Hallo zusammen. Mit diesem Tutorial will ich euch zeigen, wie mit der Freeware-Software X-Media Recode von Sebastian Dörfler sehr einfach Filme von DVD gerippt und in einem beliebigen Format auf der Festplatte abgespeichert werden können. X-Media Recode ist eine Konvertierungssoftware, die nahezu alle bekannten Audio- und Videoformate umwandeln kann. X-Media Recode kann dabei auch Blu-rays und DVDs konvertieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich auf der DVD kein Kopierschutz befindet. Wie schnell und einfach die Umwandlung von DVDs in andere Videoformate erfolgt, möchte ich in diesem Tutorial zeigen. Im ersten Schritt installieren wir die kostenlose Software X-Media Recode. Wir finden die Software in vielen Download-Portalen, und zwar als Beispiel unter chip.de oder auch hier unter Computerbild. Ich rufe jetzt einfach mal die Seite von chip.de auf. So. Und dann findet man hier schon den Download-Button. Hier X-Media Recode in der Version 3.1.7.3. Das ist die letzte aktuelle Version. Und man sieht es hier schon an den Punkten, die vergeben worden sind von Chip, dass der Eindruck, den diese Software bei den Nutzern hinterlassen hat, sehr, sehr gut ist. Wir klicken also jetzt auf Download. Download Chip Server. So, und jetzt beginnt der Download. Nach dem Download des Programms finde ich die Installationsdatei von X-Media Recode im Ordner Downloads, zumindest ist das so bei Windows 7, als Setup.exe-Datei. Wenn ich hier doppelt draufklicke, kann ich eigentlich die Installation sofort starten, indem ich hier auf den Button Ausführen gehe. In meinem Fall mache ich jetzt Abbrechen, da die Software bereits auf meinem Rechner installiert ist. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Schritt. Im nächsten Schritt wird auf der Festplatte vom Computer ein Ordner angelegt, in den der gesamte Inhalt der DVD kopiert wird. Durch diese Übertragung wird verhindert, dass durch eine zeitliche Verzögerung beim Hochlauf des DVD-Laufwerkes die Daten nicht sofort zur Verfügung stehen und dadurch der Umwandlungsprozess abgebrochen wird. Also zuerst einen neuen Ordner anlegen und dort den Film kopieren. Meinen Ordner habe ich DVD Film genannt und in diesen Ordner werde ich jetzt den Inhalt der DVD kopieren. Ich gehe hierzu auf mein DVD-Laufwerk und sehe, dort sind ein Ordner Video RM und Video TS. Ich kopiere zuerst den ganzen Ordner Video RM in das DVD-Verzeichnis. Und als nächstes nehme ich mir den Video TS-Ordner. Das ist der eigentlich wichtige Ordner, weil dort die ganzen Filmdateien und Audiodateien auch drinnen sind. Und auch den kopiere ich in mein angelegtes Verzeichnis. Der wird hier angelegt und jetzt erfolgt die Übertragung der Daten. In diesem Fall sind es etwa 3,5 GB. Wir wollen das nicht so lange abwarten und verkürzen das, weil wir dann gleich mit dem nächsten Schritt weitermachen. Nachdem wir das Programm installiert haben, können wir es jetzt öffnen. Ich mache das hier durch Doppelklick auf das Icon vom Programm. Und jetzt öffnet sich der Hauptbildschirm. Beim Hauptbildschirm finde ich jetzt hier oben Schalter, einmal für DVD, einmal für direkte Filmeinlesung. In unserem Fall benutzen wir ja die DVD-Daten, die zwar auf einer Festplatte gespeichert sind, aber nach wie vor in dem DVD-Format. Deswegen müssen wir hier den Button DVD anklicken und dann anschließend DVD öffnen wählen. Jetzt kommt ein Fenster,
wo ich die Möglichkeit habe, direkt auf ein DVD-Laufwerk zuzugreifen. Das wollen wir ja nicht machen aus der bekannten Problematik, sondern wir haben ja unsere Daten in einen Ordner auf der Festplatte kopiert. Und deswegen gehen wir hier auf Festplatte und anschließend klicken wir auf den Durchsuchen-Button. So, und jetzt öffnet sich ein Fenster und hier finden wir unseren angelegten Ordner. Und dann klicke ich hier im DVD-Filmordner auf die Datei oder auf das Verzeichnis Video.ts, das ist ganz wichtig. Und dort finde ich eine Datei, die hat den Namen Video.ts.ifo. Und die klicke ich an und sage Öffnen. Und dann nochmals öffnen. Und jetzt werden wir alle Filmdateien, die sich in diesem Verzeichnis befinden, aufgelistet. Und zwar hier, das ist die erste Filmdatei, die hat eine Dauer von 13 Minuten etwa, ist abgelegt im MPEG-2 Format mit einer Auflösung von 720x576 Bildern. Und hier ist nochmal die Audiokodierung drin und Untertitel sind keine in dem Film. Wenn ich jetzt einen Film kodieren will, dann drücke ich hier doppelt drauf. Dann zeigt er mir nochmal alles an von dem Film, die ganzen Daten. Da bestätige ich mich okay. Und jetzt ist dieser Film bereits unterlegt. Und im ersten Schritt lege ich jetzt erstmal das Format um. Und zwar das Format, wie ich den Film, den DVD-Film, umwandeln will. Als Profil gebe ich hier mal benutzerdefiniert ein und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier ein Format zu wählen. Das geht vom Flash-Format über mehrere Codierungen, MPEG-3, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2 und so weiter. Ich kann also fast in jedes Format den Film umwandeln. In meinem Fall nehme ich MPEG-4, das hat einen großen Vorteil, das lässt sich sehr gut schneiden und lässt sich auch gut übertragen in andere Formate, wenn ich zum Beispiel den Film später in einem Handy mir ansehen will. Als Dateiendung habe ich hier MP4. Und jetzt kommt nochmal etwas, und zwar ist das jetzt hier der Codec, den ich wähle. In meinem Fall wähle ich auch wieder den MPEG 4 AVC H264 Codec. Dieser Codec hat einen großen Vorteil, der ist sehr, sehr aktuell und wird von den meisten Smartphones einwandfrei gelesen. Man kann also auch dort direkt den Film dann auf ein Smartphone übertragen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sich Filme in diesem Format sehr gut auch schneiden lassen. Und dann steht also hier nochmal der Audio-Codec. So, jetzt gehe ich auf den nächsten Reiter nicht. Das wäre jetzt der Videoreiter, wo ich also auch einige Einstellungen machen kann. Aber diese Einstellungen mache ich hier nicht, sondern das mache ich später mit einem Bitrechner und das zeige ich dann noch im Einzelnen, da kann man dann wesentlich einfacher noch alle Einstellungen zu dem Film, Feineinstellungen vornehmen. Audio Track, da habe ich jetzt als Sprache ist unbekannt, da steht Nein drin, dann die Abtastrate, habe eine durchschnittliche Bitrate gewählt und die liegt in diesem Fall bei 128 Kilobyte per Second. Als Kanäle Stereo. Und die MPEG-Version ist MPEG 4. Den Audio-Track 2, wenn ich anwähle, da finde ich überhaupt nichts, weil es gibt keine zweite Audiospur. Das kann also in einem Fall, wo ich eine deutsche und einen englischen Ton auf der DVD habe, würde ich dann hier noch eine zweite Tonspur finden. In unserem Fall ist das aber nicht so. Untertitel habe ich auch keine, brauche ich gar nicht wählen. Filmvorschau, wenn ich jetzt anwähle, da kann ich jetzt nochmal das Format wählen, und zwar die Breite im Pixel und die Höhe im Pixel. In unserem Fall haben wir im Original, wie man hier sieht, diese 720x576, die will ich erhalten. Also drum steht auch hier Breite 720 und Höhe 536 Pixel. Die anderen Sachen, die lasse ich so, wie sie eingestellt sind. Und jetzt gehe ich noch auf meinen Bitratenrechner. Und da kann ich jetzt die Einstellung fürs Video noch verfeinern. Ich gehe also hier oben in der Menüleiste auf den Button Optionen und gehe dann auf Bitratenrechner.
Und wenn ich jetzt hier meine Datei anklicke, und zwar doppelt anklicke, dann sehe ich den Platz, den der Film beansprucht und den Platz, den die Audiodatei beansprucht. Dann sehe ich hier nochmal meine Videogröße mit 720 mal 536. Mein Bitraten-Control-Modus kann ich verschiedene Sachen wählen. Ich kann durchschnittliche Bitrate wählen. Ich kann auch Zwei-Pass durchschnittliche Bitrate wählen. Das wird auch oft gemacht, kann man machen. In meinem Fall aber lasse ich durchschnittliche Bitrate stehen, die Framerate mit 25 Bilder pro Sekunde. Und bei der Bitrate, die ändere ich jetzt hier auf 6000. Das ist ausreichend. Und dann sage ich anschließend okay. So, damit wäre eigentlich schon fast alles passiert. Jetzt muss ich mir, gehe ich direkt hier auf Jobs, auf den letzten Reiter und sage Job hinzufügen. Und jetzt sehe ich, jetzt wird mir hier unten nochmal der Titel eingelesen und zwar in dem neuen Format. Ich habe also MPEG-4 AVC mit dem Codec H264 gewählt, habe diese Bildgröße gewählt, habe diese Audioinformationen hinterlegt. Und wenn ich jetzt sage, so soll der Film umgewandelt werden, dann muss ich jetzt nur noch angeben, wo soll der Film hin. Ich habe also hier mehrere Möglichkeiten, Quellpfad, ich kann speichern als beliebiges. Ich sage jetzt mal in Ordner speichern und wähle jetzt hier unten irgendeinen Ordner. Jetzt gehe ich mal auf Durchsuchen, nehme hier meinen Alpenhans-Ordner und nehme jetzt hier DVD-Film, dass er dort noch mit abgelegt wird. Sage okay. So, ich sehe jetzt hier unten nochmal den Pfad. Und wenn ich jetzt soweit bin und den Film kodieren will, brauche ich nur noch auf den Button hier oben kodieren klicken und schon erfolgt die Umwandlung. So, die Codierung ist jetzt fast fertig, hat fast so lange gedauert wie dieser Titelabschnitt. Und wenn das abgeschlossen ist, dann öffnet sich wieder unser Programm. So, das sieht man jetzt. Mediendatei wurde erfolgreich erzeugt. Dann sagen wir okay. Und damit sind wir wieder bei dem Hauptbildschirm. Einen Tipp noch, wenn man jetzt nur zwei oder drei Filme hier auf der DVD hat und man weiß jetzt nicht, welcher Film ist eigentlich der Hauptfilm, dann sollte man sich immer orientieren hier nach der Dauer. Der Film, der am längsten dauert, ist meistens der Hauptfilm und den kann man dann kodieren als Richtwert. So eine Kodierung in das MPEG-4-Format dauert meistens so lange, wie der ganze Film dauert. Er ist auch ein bisschen abhängig natürlich vom Rechner und von der Performance, aber es ist mal grober Daumenwert. So, ich hoffe, mein Tutorial hat euch alle gefallen und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder beim nächsten Tutorial. Ich wünsche euch noch was. Bye bye.